Hallo, hallo, hallo. Ich muss unbedingt mal eine kleine Story mit dir teilen von heute Morgen vom Strand, was so ein Learning von Katzen war im Hinblick auf Selbstbewusstsein. Und zwar, wir saßen heute Morgen da im Café und da war so eine kleine Katze. Ich denke mal, wir haben so drüber nachgedacht, wie alt wird sie gewesen sein? Ein halbes Jahr vielleicht, maximal. Und die war so eine Weile bei uns, hat sich streicheln lassen, ist mal ab und zu unserer Tochter, dann ist sie zu mir, dann ist sie zu meinem Mann. Also hat sich da Streichel- und Massageeinheiten geholt. Und dann fiel natürlich auch mal was auf den Boden, zufälligerweise an Futter. Also so ein kleines Kätzchen. Ich kann es ja jetzt mit zwei Händen nicht zeigen, weil ich ja das Handy hier in der anderen Hand habe. Und dann kam eine recht große, kräftige Katze. Also die war wirklich, war so ein richtiger Brocken von Katze. Älter schon. Viermal so schwer und fünfmal so groß als die Kleine. Die kam dann auch noch dazu. Und wir sind eigentlich erst auf diese große Katze drauf aufmerksam geworden, als wir was fauchen gehört haben. Die kleine Katze, also Verhältnis Mini-Katze und riesengroße Katze. Die kleine Katze hat die Ohren angelegt und hat sowas von gefaucht und den Tiger in sich rausgelassen, nach dem Motto, ihr Revier verteidigt, du hast hier nichts zu suchen. Und die große Katze hat einen Moment da gestanden, hat innegehalten und die kleine immer weiter gefaucht und hat sie tatsächlich, ja, verscheucht. Also, die große Katze ist dann verschwunden aus dem Revier von der kleinen. Hier ist mein Revier. Warum teile ich das mit dir? Die kleine Katze, die hat einfach aus dem Instinkt heraus gehandelt. Die hat keine Bewertung drüber gehabt. Wow, da ist so eine große Katze. Ich bin so klein und schmächtig. Die ist so groß und kräftig. Die hat keinerlei Bewertung darüber gehabt. Die hat einfach für sich zu sich selbst gestanden, wenn du es mal mit menschlichen Worten jetzt hören möchtest, und gesagt: Hier ist mein Revier. Du hast hier nichts zu suchen. Ohne jegliche Bewertung und Beurteilung, rein von der äußeren Größe her. Was hat die große Katze gemacht? Sie hat das Weite gesucht. Was können wir jetzt für uns als Menschen mal daraus entnehmen? Wie sehr kannst du mal jegliche Ansichten und Bewertungen bitte loslassen, dass du irgendetwas nicht kannst, dass du zu klein bist, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist? Dass du, keine Ahnung, Stunden, Tage, Wochen über irgendwas überlegst, sollst du es machen, sollst du es nicht machen, dass du Stunden, Tage, Wochen dran überlegst, weil du erkannt hast, meine Seele schickt mir schon Botschaften auf der körperlichen Ebene, soll ich mich jetzt endlich mal trauen, mich unterstützen zu lassen, meinen Seelenplan zu entdecken, dem Ruf der Seele zu folgen, damit meine Seele keine weiteren Botschaften mehr schicken braucht. Oder, Stichwort Job, Beruf, wenn ich an mein früheres Leben zurückdenke, wie lange habe ich mich mit dem Gedanken getragen, tatsächlich zu springen, dem Ruf meiner Seele zu folgen, frei zu leben, mir das Leben nach meinem Herzen zu gestalten und die Dinge zu machen, die mir Freude machen. Geld folgt auch immer der Freude und aufhören, mich zu verbiegen und es anderen gerecht zu werden. Ich hätte das alles schon viel früher haben können. Zu meinem Weg hat es einfach dazugehört. Aber du musst ja nicht den gleichen Fehler machen. Also, wie viel rascher kannst du dich jetzt wirklich mal davon lösen, von jeglichen Ansichten, warum jetzt was nicht geht, warum was nicht möglich ist, warum der schlechte Zeitpunkt jetzt ist oder was auch immer, und dich mal für dich entscheiden? Weil, schau mal, in Wahrheit, auch du bist ein unendlich großes Wesen. Und wenn du mal Zähne zeigst, wie die kleine Katze, wie ich das eben gesagt habe an dem Beispiel, und mal zu dir stehst und sagst, hey, hier bin ich gehe jetzt meinen Weg. Ich hole mir jetzt alle Informationen, die es braucht, um meinen Seelenplan zu entdecken, um dem Ruf meiner Seele zu folgen und um mir jetzt endlich das freie Leben zu gestalten, wie ich selbst wirklich möchte. Und schon geht metaphorisch gesprochen, so wie die große Katze heute Morgen der Kleinen ausgewichen ist und verschwunden ist. Und schon geht dir alles aus dem Weg, was dich daran hindert. Der Weg wird dir geöffnet, geebnet,
Türe und Tore öffnen sich und du hast den Quantensprung ever in deinem Leben gemacht. Und das kannst du noch dieses Jahr haben. Du kannst dieses Jahr noch den Grundstein legen, wenn du dich denn endlich mal traust, auf den Link zu klicken, irmgard-bronda.de/Bekleidung. Ich kann es nicht oft genug sagen und erwähnen. Drauf zu klicken, schau dir an, was spricht dich gerade am meisten an. Oder wenn du unsicher bist, da gibt es auch so einen Button mit einem Fragezeichen. Klick da drauf, schau, wann ein Termin zu dir passt. Ja, und lass uns sprechen. Lass uns sprechen, wo du stehst, wo du hin möchtest. Alles Weitere machen wir dann gemeinsam, hinter den Kulissen, in der Akademie, für dein freies Leben, für deine Seelenfreude, für deine Lebensfreude, für deine Gesundheit, für all das, was eben für dich dazugehört. In diesem Sinne, klick auf den Link in den Futures in der Bio unter dem Video. Du findest ihn. Okay, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.